Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Kolosseum. Ja, im letzten Part haben wir das Labor gestürmt und sind elendig an einem Trainer verreckt. Deswegen bin ich natürlich trainieren gegangen. Niemand sieht natürlich die Menschen wieder hinterher, aber nicht diesmal nicht so viel. Ich hätte eigentlich nur einen Kampf machen müssen, aber egal. Die 271. Das ist ja auch egal. Jetzt gucke ich mal eben, ob jemand neue Attacken gelernt hatte. Da war glaube ich auch. Megera hatte Sternschauer gelernt. Rauchwolke vergessen. Okay, nehmen wir Sternschauer einfach mal mit. Vielleicht, wer weiß, ob wir es vielleicht irgendwann mal brauchen können. Tja, und so können wir natürlich jetzt hier ein bisschen gemütlicher durch dieses Labor spazieren. So, stürmen wir uns mal eben hier durch zu dem nächsten Gegner, wenn da oben dann noch einer ist. Muss aber glaube ich noch einer sein. Oh, es geht ja nach unten, nicht nach oben. Ups. Egal. Hier waren wir das letzte Mal. Der hat uns ja ziemlich zum Affen gemacht, der Kerl hier. Ignorieren wir mal eben ganz geschickt und... Huch! Hallo! Du hast mich jetzt aber sehr überrascht. Du bist also, seht, man hört, du bist der Störfaktor in unserem Projekt. Deswegen werde ich dich jetzt entstören, entfaktorisieren. So wahr ich Daroli heiße. Ich werde dich vernichten mit meinem Magnetilo und mit meinem Elektroball. Ich hasse Elektroball und ich habe die dumpfe Vorahnung, dass es auch wieder explodieren wird. Bitte erspar mir das. Ich möchte nicht, dass es explodiert. Es macht dann kaputt und dann bin ich tot. Es ist so schnell. Oh, es setzt noch ein. Nein, es setzt noch ein. Oh, es ging daneben. Gott sei Dank. Naja. Klasse, ganz klassisch. Wollte den Surfer ein. Haut Magnetilo einmal voll ins Gesicht. Elektroball auch. Spült ihn ein wenig zur Seite, aber naja. Dafür kann ich nicht. Es muss so sein. Tja. Halten doch schon noch ein bisschen aus. Ich hätte vielleicht doch noch ein bisschen mehr trainieren sollen, aber naja. Was soll ich machen? Das fand ich jetzt gar nicht lustig. Armes Wolde. Kannst du nicht einfach kaputt gehen? Was machen wir denn am besten? Ich glaube, ich nehme mal Fortschritt. Schön Psycho. Das war jetzt eigentlich ein Fehler. Ich hätte den Gera nehmen sollen. Ups. Naja. Ach, mach mal, ich bis auf Magnetilo und Psychostrahl. Psychostrahl. Genau. Psychostrahl auf Elektroball. Das hat sich gedrängt. So, Elektroball kaputt. Kann nicht mehr explodieren. Kann kein Sonder mehr einsetzen. Und es nervt einfach nicht mehr. Tschüss, Elektroball. Ja, und somit erreicht auch Dimenso sein 45. Level. Wahnsinn. Bäutchen und schon kann es weitergehen. Na, was hast du noch so? Magneton. Der will uns echt entfaktorisieren und uns zur Strecke bringen. Aber das werden wir natürlich uns nicht gefallen lassen. Tschüss, Magnetilo. So. Und schon steht uns noch Magneton gegenüber. Wir werden einfach mal das machen und boah, ich werde wechseln. Wenn ich jetzt so spielen würde, wäre ich natürlich immer voll. Die Strahl immer drauf donnern, das wäre mir so egal, aber. Nee. Heute nicht. Wir haben uns auch Pokémon dafür. Gera ist auch immer fit. Immer noch. Bis jetzt. Weiß nicht wie lange. Das Team wird schon mal verwirrt. Das ist wunderhübsch. Das wird sich gleich selber hauen. Das sag ich. Mist. Verdammt. Aber es trifft nicht. La 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 la. Gut, dann greifen wir mal mit Biss an. Natürlich mit Flammenrad. Müsste eigentlich Magneton den Garaus machen. Jupp. Tschüss, Magneton. Und somit. Und somit haben wir. ja. Ja, du störst sie. Ja, du störst auch. Tschüss. Hau ab. Renn zu deiner Mami. Verzieh dich. Vergesse, was sie sagen wollte, aber ist egal. Die Krypto-Pokémon, der hätte mir hier, was sie getan haben, sind schon lange weg. Ha, du kommst viel zu spät. Du kannst dich abstrampeln, wie du willst, aber unseren Krypto-Pokémon-Plan wirst du nie vereiteln. So war ich im Wort stehe und Daroli heiße. Ich hau dich gleich. Hier blinkt was. Ein UG-Schlüssel. UG-Schlüssel. Seht, der hält den UG-Schlüssel. UG-Schlüssel. Das ist jetzt bestimmt der Schlüssel für die eine Tür. Karl, das ist doch der Schlüssel für die eine Tür. Ich will doch einfach nur weitergehen. Ich möchte durch. Ich bin durch. Ich bin durch. Lasst mich aus. Ich bin durch. Oh,
Wir hatten irgendwie Beleber gekriegt, wenn ich mich richtig erinnere. Da brauchen wir nicht extra zurückklatschen. Wäre ja Quatsch. Kickbolde einmal da. Dann müsste ich irgendwo noch hinfahren. Da ist Hypertrank. Bolde auch noch einen ab. So, und dann wird eben mal Dimenso nach hinten geschoben. Immer diese Sortiererei. Mein Gott. Immer diese Ordnungsfanatiker. Das ist ja schrecklich. So. Und dann begeben wir uns mal hin weiter. So. Komme ich jetzt durch diese Tür? Ja, den UG-Schlüssel. Den hab ich. Irgendwo an meinem Schlüsselbund habe ich noch den UG-Schlüssel. Und somit ist die Tür offen. Wir können hier weitergehen. Ah! Ich darf hier nicht einfach reinkommen. Entschuldigung, habe ich versprochen. Du hast mich zu Tode erschreckt. Weißt du, wie gefährlich das eigentlich ist? Weißt du ehrlich, dass Männer sehr schnell einen Herzinfarkt bekommen? Sieht es auch nicht mehr der Jüngste. Der ist vielleicht gerade mal 16 Jahre alt oder so. Der kann einen Herzinfarkt kriegen. Soll da runterspringen? Ey, weißt du eigentlich, was du tust? Mädel! Gott! Und da setzen mir so blöde Pokémon vor, wo ich das Ding anschauen kann hier, wenn ich forsch. Was ist. Ach, ich tu's einfach. Einfach so, weil ich kann. Ah, guck. Tschüss, Kanzlana. War nett mit dir. Das ist mir egal. Das ist nicht so schlimm. So. Hätte ich auch. Das ist natürlich ein. Wow. Bolde, was hast du gefrühstückt? Das ist hitzig. Was hat Bolde gefrühstückt? Was habe ich Bolde zum Frühstück gegeben? Joghurt. Genau. Wurde ich Joghurt gegeben. Joghurt macht stark. Wow. Ist ja mal Wahnsinn. Und da ist ein Krypto-Pokémon. Ah, oh, da ist ein Krypto-Pokémon. Ist das nicht sehen? Ja, Gott, mal, wir wissen, dass du bekloppt bist. Ja, doch, komm. Passt schon. Na, das ist zu schlauer. Ich glaub nicht. Ich könnte wieder weghauen. Ich hab auch Pech in letzter Zeit mit den Krypto-Pokémon. Naja, man kann späterhin ja irgendwie nochmal hierher kommen oder so. Und sie fangen. Müssen eigentlich da sein. Oder sind halt woanders. Dann muss man halt nur noch gucken. Aber dazu später. Viel später. Und du bist das weg. Tschüss, und du bist da. Winke, winke. Schade. Du bist so schnell gekommen und du bist so schnell verschwunden. Oh nein, das ist Nachtlevel 1. Oh nein. Hier. Es zieht ja wenigstens so viel Kaffee ab. Da bloß so viel wie das Level ist. Ja, das müsste Nachtlevel gewesen sein. So. Da machen wir mal einen Giftstachel drauf und wir werfen einfach mal einen Ball. Würde ich einfach mal so sagen. Wird schon schief gehen. Kann ja nicht alles immer so klappen bei Keifel. Da hab ich gewusst. Ich hab's gewusst. Aber man kann's ja probieren. Kannst auch mal ein bisschen vergiften. Das wäre gar nicht so schlecht. Jetzt sieht das ein bisschen noch. Bolde, ich geb dir nie wieder Joghurt. Du hast jetzt absolutes Joghurtverbot. Ich hab's nur Schwarzbrot zum Frühstück. Brot mit Wasser. Na, Bolde lustig ist, glaube ich, wenn ihr Bolde lustig ist und Wasser trinken möchte. Ich weiß es nicht. Jedenfalls kriegst du kein Joghurt mehr. Aus alles kaputt. Bolde, ey, beruhig dich mal, Alter. Sei nicht immer so aggressiv. Und ich dachte, ich wäre schlimm. Ah ja, gehen wir mal weiter. Ich klappe hier natürlich wieder alles ab. Oh nein, oh nein, oh nein. Erstmal gucken, wo wir hier sind und dann. Ach ja, oh nein, ich muss ja reagieren. Oh mein Gott, komm mal, guck mal. Hier hast du die ganzen Pokémon eingesperrt. Mist, die bleibt nicht hängen. Du, was hast du denn für einen Auftrag? Seit ich hier arbeite, habe ich mich immer um Pokémon gekümmert. Wollt ihr auch ein Pokémon haben? Ja. So, das tut mir aber leid. Man hat sich schon alle Abtrapsabfahrt jetzt. Oh nein, ich wollte aber gerne noch ein Pokémon haben.
Übrigens, unser sechstes Teammitglied ist bald in Anmarsch. Also wie diese Tante, die immer wieder runterspringt, so Höhe ist mir Tante verboten, schreit und so. Und mich total auf den Keks geht. Ja, wie gesagt, unser sechstes Teammitglied ist hier in diesem Gebäude. Und wenn wir dem begegnen, drückt die Daumen, dass wir dieses Pokémon auch fangen. Weil ich habe keine Lust, diesen netten kleinen Reset-Knopf auf meiner Wii zu betätigen. Dann würde ich den ganzen Scheiß nochmal machen, weil ich habe nicht gespeichert. Macht mich aggressiv. Ein klein bisschen. Ist Pupita schon undicht? Ich probiere es. Ich werde es rausfinden. Nein, es ist noch nicht undicht. Ist das Butter? Gut, hat sich erledigt. Papang, Volltreffer und weg mit Pupita. So. Wo ist jetzt die Krypto-Pokémon-Maus? Ich möchte gerne wissen, was sie hat. Ein Fossilka. Ich glaube, das war ein Krypto-Pokémon. Jo, das war ein. Ich ein cooles Gedächtnis. Ich hasse Fossilka. Es ist nutzlos. Oh nein, Super greift mich mit Flügelschlag an. Oh nein, es wird mich vernichten. Aua. Das hat weh. Ja, Beute wird auf jeden Fall Surf einsetzen. Und dann kann ich jetzt sogar einfach mal so den donnern. Hoffe ich. Doch klar. Warum sollte das nicht gehen? Was spricht dagegen? Tschüss, du Bad. Putsch. Kaputt. So, Fortschritt Level 46. Was ist das schön? Und lernt nichts. Ich sollte nochmal nachgucken, wann die was lernen. Ah, ein Wablu. Habe ich auch noch nicht so oft gesehen hier in diesem Spiel. Wer diese Ironie in diesem Satz nicht verstanden hat, dem kann ich auch nicht weiterhelfen. Wie gesagt, ich habe da letztens den Duellberg ein bisschen hochgespielt, den Pokémon trainiert und so. Und da habe ich ein paar Wabus gesehen. Oh. Item. Andere Seite. Hypertrank. Trank, nicht Heiler. Tank. Ich könnte ja auch wechseln, aber nein, das wäre sein. Nee. Ich würde nämlich gern. Was stand da noch? Nee, nicht von Selka, das andere. Ich hab schon wieder vergessen, das gibt's auch nicht. Wablu, genau. Wablu mit dem Zustrahl. Mit dem Zustrahl. Oh nein, ich kann sie nicht mehr Statusveränderungen verlieren. Kannst du mal aufhören, mich zu hauen? Ich darf nicht vergessen, dass ich von Selka nicht weghaue. deswegen doch nicht mal noch Bodycheck dagegen. Sollte ja nicht so viel Schaden anrichten. Und Zyscher natürlich auf. Wablu, genau, Wablu haben wir da. Schon wieder vergessen, das gibt's nicht. Oh Gott. Es sind so Pokémon, die halt so, weiß ich nicht. Also halt diese Pokémon, die so nebenbei, nehme ich nicht Pokémon ein. Das sind Pokémon, die, weiß ich nicht, die Hauptmann einfach weg und ist. Man konzentriert sich halt richtig schön auf diese Krypto-Pokémon, dass man diese Krypto-Pokémon einfängt. Deswegen ist das immer. Ah ja. Weiß ich nicht, ich vergesse das zwischendurch halt einfach mal. So, jetzt bist du endlich mal auf dem Niveau, dass man dich einfangen könnte. Deswegen werden wir einfach mal beide. Und du machst einfach mal rechte Hand. Weil du es kannst. Naja. Vielleicht kriegen wir endlich mal Glück mit dem Krypto-Pokémon hier jetzt endlich mal, dass da mal wieder eins eingefangen wird. Ich habe nichts dagegen, ich will dem dir nach dem Spiel. Ich habe eine Sprachstörung. Da muss man sich dran gewöhnen. Das Spiel, den ganzen Krypto-Pokémon einzufangen, ist nicht sehr schwierig. Es ist bloß halt nervig, weil meistens auch das eigene Pokémon immens Level drüber hat. So manchmal bis 20 kommt auch irgendwie, wenn meine Pokémon immer trainiere. Das ist dann. Das ist ein bisschen problematisch dann manchmal. Tja. So viel dazu. So, jetzt werden wir einen zweiten Ball werfen auf Selka und immer noch hoffen, dass das Ding da endlich mal reingeht. Selka, geh da rein. Sag dir, geh da rein. Das hätte ich aggressiv. Ich schätze Hetzbolde auf dich. Gut, geh doch. Patam, endlich haben wir mal wieder ein Krypto-Pokémon gefangen. Yay, nach den letzten drei, ja, nach den letzten drei, wo wir den mal kaputt gehauen haben, die selber in die Luft gejagt haben. Einfach mal so draufgehauen, auch wo wir vergessen haben. Und was weiß ich nicht alles für Gründe. Ja, wir haben einen Krypto-Pokémon gefahren. Yay! Und ich verschwinde mal auf wunderbare Weise hier einfach so komisch weg. So, natürlich der Fortschritt noch hinsetzen. Ich hab
habe hier eine Ordnung, ey, das ist so... Wow! Ich habe doch auch noch Tränke, ne? Tränke? Doch, habe ich noch. Vorsichtshalber. Man weiß ja nie, was einem als nächstes begegnet. Wir werden uns dann noch ein bisschen hier aufhalten. Ein bisschen. Fahren wir jetzt hoch oder runter? Hey, wir fahren noch weiter runter. Yay! Bis in die tiefen Unendlichen der Hölle. So, wo sind wir denn hier? Du warst nicht geplant. Willkommen im Krypto-Pokémon-Labor. Krypto-Pokémon-Labor. Ey, das ist aber ein schönes Begrüßungskomitee. Ja, das haut uns gleich in die Fresse. Und wir kämpfen. Hast du das Pokémon, das wir haben wollen? Nein, er hat ein Sivon und ein Ariados. Ah ja, das ist toll. Damit habe ich schon mal gesagt, so ein Pokémon-Team ein Ariados haben, ist echt schön. Ich glaube, hier im Spiel war auch noch ein von Ariados. Wird nicht sogar das. Ich glaube es ja nicht, diesmal wird es Sivon sein. Und es ist das. Das ist Ariados, oh wie cool. Aber es ist nicht das Pokémon, das ins Team kommt bei uns. Nein, und ich werde nicht Bodycheck einsetzen. So, Megera. Ach, weißt du was? Weil ich ja keine Lust habe, da jetzt nochmal drauf zu donnern. Wer weiß, ob das kaputt geht, das Ariados, beim Pokémon versucht mit einzufangen. Weil das doch mit Keifel so gut geklappt hat. Wer weiß, sieht das mit Ariados jetzt auch nochmal. Ich glaube es eher nicht. Nein, hat nicht geklappt. Sah aber sehr gut aus. Beim ersten Wackeln hat nichts gehört, ist nichts passiert. Aber beim zweiten Wackeln war dieser kleine Anschluss, das läuft wieder raus. Das habe ich schon gesehen, ja. Das ist mir schon aufgefallen. Kaboom. Oh, das hält ja gut aus. Wie gesagt, Aria, das ist toll. Ich mag Aria durch. Ein Redkane. Ah, das ist doch gefundenes Fressen für unser Megärchen. Oh, Matschbombe. Hui. Farben. Ich hoffe, ich finde auch schon die TM für Matschbombe. Dann kann ich das nämlich wohl noch frisch beibringen, weil Matschbombe ist eine tolle Sache. Wirklich sehr tolle Sache. Kapping! Und Reptame ist Geschichte. Tschüss, Reptame. So, ich habe es einfach. Und hoffe, dass Boyle es nicht wegkaut. Ah, das ist noch was los. Oh! Sollst du nicht wegkommen? Oh. Also nochmal darf ich nicht eintragen. Mit Sivon. Oh nein! Oh mein Gott! Nein! Oh, Sivon praktisch! Wie kannst du es wagen, meine Megera mit Matschbombe anzugreifen und dann auch noch zu vergiften? Ich glaube, Genesung haben wir noch nicht. Ja, nochmal ein paar Heiler. Ja, werde ich. Kurz überlegt, ob ich erst über reinnehme und dann über Heiler, aber das ist eigentlich kacke wie Wurst. So. Deathball Nummer 2, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Vielleicht bleibt es ja nicht mehr drin. Ha? Zweimal wackeln? Dreimal wackeln? Und? Tada, tada, tada. Yes! You are shit! Well, we defeat you! Woo! What amazing power! I win so much money! Yay! Meine Güte! Und er ist wieder wie vom Erdboden verschwunden. Und ich melde mich dann auch im nächsten Part wieder, wenn es heißt Pokémon Museum. Wir hauen euch auf die Kacke und klauen die ganzen Krypto-Pokémon. Yay!